Ja, hallo und herzlich willkommen zu Alien Isolation. Ja, wir haben gerade hier Samuels gesehen, wie er hier einen Androiden gekillt hat. So. Wir müssen uns hier aber erstmal irgendwie durchschleichen hier. Was heißt schleichen? Müssen halt hier durchkriechen. So, was haben wir denn hier schönes? Regale. Ein Schalter. Ah, okay. Grüß Gott. Ah, nee, wieder diese Hiwis. Die gefallen mir hier nicht. Was sind das für komische Puzzlewürfel hier? So, wir gucken jetzt hier mal ein bisschen um. Bindemittel. Ja, kann man schon lange nicht mehr einsammeln. So, was hast du? Darf ich mal gucken? Ja, ja. Können wir auch nicht brauchen. So, also irgendwas sagt mir, dass die Androiden hier bestimmt demnächst irgendwie deaktiviert werden. Ja, da kann ich drauf bauen. Also ich bin mir da sicher. So, eine Antwort, Pläne für heute Abend. Suzanne, Liebste, ich muss unsere Verabredung verschieben. Es treten Berichte über anormales Androidenverhalten unten ein. Hat vielleicht etwas mit den ganzen Vermissten zu tun. Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben und dich dort einschließen. Es gibt einen Abregungsschalter an meinem Schreibtisch. Da diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren, mach dir um mich keine Sorgen. Das sind nur Vorführmodelle. Nicht mehr lang. Ich werde mich um alles kümmern und dann können wir gemeinsam den endlich abgeschlossenen Vertrag außerhalb der Arbeitszeit feiern. Okay. Letzte Chance. Spedding, ich rechne damit, dass die VIP früher ankommen. Sehen Sie zu, dass Sie und Ihre Leute zur Begrüßung parat stehen. Die Uhr tickt und das ist unsere letzte Chance, etwas aus diesem Scheißhaufen herauszuquetschen. Ich will, dass ihre Leute nach deren Pfeife tanzen und über jeden ihrer lahmen Witze lachen. Okay. Bringen Sie sie zum Ausstellungsraum, aber hetzen Sie nicht und schwingen Sie keine langweiligen Reden. Wenn Sie Änderungen an den Hiwis verlangen, stimmen Sie zu. Die Techniker können sich später darüber den Kopf zerbrechen. Ich hoffe, Ihre besten Leute sind an der Sache dran. So, freigegeben, Termin im Ausstellungsraum. Termine für Vorführung im Ausstellungsraum. Montag, 0 Termine. Dienstag, 0 Termine. Mittwoch, 0 Termine. Donnerstag, 0 Termine. Freitag, Date Night. Samstag, 0 Termine. Sonntag, 0 Termine. Sieksen, Mitarbeiter. Rezeption, Suzanne, Archer und Vorgesetzter. Leiter des Synthetenverbindungsbüros, Spedding. Okay. Wissen wir das auch? So, was ist das hier? Aha. Alkohol oder keine Ahnung. Sprengkapseln. Feuerlöscher. So. Warte mal, er hat was von einem Schalter erzählt an seinem Schreibtisch. Keine Ahnung. Wir gucken einfach mal, hier sind wieder solche Kabinen hier, wo die Hiwis rein können. Zis. Okay. Ich traue denen nicht. Ich meine, jetzt scheinen sie ja abgeschaltet zu sein, aber ja. Ich traue euch einfach nicht hier. Aber dass man die auch jetzt hier nicht schlagen kann. Das finde ich ein bisschen armselig. Hier verschlossen. Entkommen Sie aus dem Ausstellungsraum der Syntheten. Ja, würde ich gern machen, aber wie? Und ich würde gern hier selber mal noch eine Falle hinlegen. Also, wir machen mal Folgendes.
Wir tun hier mal Rohrbomben platzieren. Erhalten zum Platzieren. So, einmal. Zweimal. Und dreimal. So. Jetzt können wir auch wieder neue basteln. Düdlüt. Rohrbomb. Zack. Pimp. Düdlüt. So. Bindemittel brauche ich dazu keins. Also da müsste irgendwo ein Schalter sein. Hoppla. Was habe ich denn da jetzt? Ach. Sorry. Suche. So, das nehmen wir wieder mit hier. Okay. War hier im Terminal irgendwie was zum Aktivieren? Nee, da gibt es nur freigegeben, aber von dem Knopf haben sie was gefaselt. Ah, da ist der Knopf. Abriegeln, aufheben. So. Okay. Jetzt ist sie. Oh. Rums. So, ich wusste es doch, dass die aktiv wird. Okay. Ja, hopp, macht. Jawohl. Sehr schön. Vielleicht hatte eines dieser Dinge eine Schlüsselkarte. Ah, okay. Ja, wie, die Tür ist doch offen. Wollen wir mich veräppeln? Der hat keine Karte. Ah, Sprengkapsel. Der steht noch rum. Aber das finde ich geil, die Rohrbömmchen, die haben sie gleich kaputt gemacht. Bindemittel, nein. Hier hat niemand was zum Einsacken. Oder kommen die zwei jetzt gleich auch noch? Warte mal, wir haben doch noch mal eine Rohrbombe. So, packen wir hier wieder Zeug rein. Ah, es geht ja gerade nicht. War da nicht nochmal eine Sprengkapsel irgendwo rumgelegen? Hat er mich da get. Ah! Haha! Der hat eine. So. Ach, jetzt ist es mir eigentlich gerade egal, ob hier eine Sprengkapsel rumfliegt. So, wir gehen jetzt hier mal raus. Oh. So, machen hier mal sicherheitshalber zu. So, Bums. Oh. Schön die Sonne hier. Hier können wir noch mal rausgucken. Also das haben sie schon schön genial gemacht hier. Sieksen, hier liegen ein paar Formulare rum. Kann ich hier in Dresden rein? Nee, da gibt es eine extra Tür dafür. Ah, hier ist auch ein Übersteuerungskasten. So. Ah. Die Tür. So, lass mal gucken. Oh. Molotow-Cocktail Version 2. Pumpgun-Patron. Yes! Ja, jetzt tun sie uns hier voll machen hier mit Zeug. Tja, wie viel passen da eigentlich rein? 4 Stück, okay. Revolver. Ich meine, eigentlich ist ja nie gut, wenn man hier aufgemunitioniert wird. Dann kommt nämlich was, aber wir haben ja die jetzt eigentlich schon getötet, die Androiden. So. Medkit. Apropos, wenn hier ein Medkit liegt, dann bitteschön. Wir können uns auch mal heilen. Herein hier. So. Was ist das? Eine Amp-Mine. Taschenlampenbatterien. Hier liegen schon komplette. Ah, Revolvermunition. Komplette Sachen hier rum. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Amp-Mine. Ja gut, EMP, das setzt ihn nur kurzfristig außer Betrieb. Eigentlich finde ich es jetzt nicht so prickelnd, sage ich mal so.
So, jawohl, da haben wir gerade alles mitgenommen. Können wir jetzt hier nochmal weiter basteln? Ja, definitiv. Dülüt. Ich setze doch da lieber gleich auf diese Rohrbomben, weil die machen die gleich kalt sozusagen. So. Sehr schön. Molotow-Cocktail bringt eigentlich gegen Syntheten auch nicht wirklich viel. So. Fieb. Ah, eine Schlüsselkarte. Nee, Ausweiskarte. Keine Schlüsselkarte. Noch ein Medkit. Ja, hier wird man wirklich vollgestopft bis zum geht nicht mehr. So, und wenn der hier so schön rumfiebt, dann nehmen wir hier gleich mal den Speicherpunkt wahr. Düm, düm. Jawohl, überspeichern. Sehr schön. Und jetzt gucken wir uns mal das Terminal hier an. Sevastolink, ein LM-Link-Produkt. Antwort Smite, lies das. Was soll das heißen? Du hast den Zugang zum Aufzug abgeschlossen. Deine Gnaden und Vorräte helfen mir einen Scheiß, wenn der Synthet, der dich gejagt hat, immer noch hier unten ist. Ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Er stand in der Anlagenüberwachung und hat deine alten Hefte angeschaut. Komm hier runter und mach die Tür auf. Pronto, Smice. Okay. Ausharren. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch da sind und das lesen. Aber ich habe vor dem Synthetenausstellungsraum mit Waffen und Vorrätelager aufgeschlagen. Da sind wir hoffentlich sicher vor der Kreatur. Smice ist bei mir und wartet darauf, dass man ihn aus dem Flüssigkeitswerk nach oben lässt. Doch noch immer keine Meldung von Suzanne. Lasst mich wissen, ob sie bei euch ist. Wer hat es geschrieben? Niemand. Schade, wissen wir nicht. So. Ach, Taschenlampenbatterien. Was soll's hier? Wir machen sie mal an. Folgendes kann man eigentlich Molotow-Cocktails auch auslegen. Ich glaube schon, ne? Zeig mal her. Nein, ich möchte keinen. Ja, man kann die auch platzieren. Die haben ja hier auch allerlei Krempel dran. Also man kann die werfen, so wie sie jetzt hier brennen. Oder man kann sie fernzünden sozusagen. Also die haben ja hier so einen Sensor dran. Kann man auch als Fackel benutzen, so ein bisschen hier. Allerdings finde ich die etwas zu dezent hell. So, die Batterie ist leer. Dann lade ich da mal nach. So, zack. Einmal einen 9-Volt-Block. Lithium-Batterien oder so habe ich, glaube ich, mal gelesen drauf. Was ist das hier? Ah, es ist keine Notverrichtung. Ich habe gedacht. Warte mal. Wo ist denn hier? Ach, falsch. Hä? Ach, da war weiter vorne, okay. Da ist der Tresenzugang. Subkultur, Dingsbums da. Kann schon gar nicht mehr reden. Auf Neuverkabelung zugreifen, zuleiten. Initialisiert, Führungslongs, Gasumleitung. Oh, Feurio. Ja, bitteschön. Ups. RW, was ist RW? Keine Ahnung. So. Ich weiß nicht. Ja, hätten wir jetzt da einfach rausrennen können, die Tür zu und dann wären die da drin rumgeklopft. Aber so in dem Fall haben wir sie ja, wie gesagt, schon getötet, die Androiden. Also kein Problem. So, Schlüsselkarte benutzen. Ja, deswegen hatte ich schon von der Schlüsselkarte gewusst, wo ich das noch gar nicht mal wusste. Da ist irgendein Alarm. Das ist immer so wup, 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 wup. Ethanol. Ja, das ist aber ein, naja, ein bisschen nerviger Alarm, würde ich mal sagen. Was haben wir hier? Hier ist eine Leitung, die geht hier hinten rein. Ja, okay. Synthetic Reclamation. Ah, da kann man also hin, wenn man Synthetik hier reklamieren will. Ja, allerdings ist hier abgeschlossen. So, lass mich mal auf die Karte gucken. Finden Sie Samuels, also er ist hier. Okay, ganz klar.
Ja, aber ich möchte jetzt eigentlich erstmal hier vorne gucken. Ah, ich möchte jetzt erstmal speichern. So. Dann, ja. Düt. Also das ist mal wirklich gar nicht nervig, dieser Ton. Hinter der Tür hier irgendwie oder generell hier im Raum. Was? Saucer oder sowas. Da hat das Entertainment News. Ah ja. So. Ja, sag mal, die haben ja sehr viel Dosenzeugs hier konsumiert. Einen Sensor, Tensor. Ja, unsachgemäßer. Aha. Klar, ich bin immer betrunken. Ich muss wahrscheinlich die Tür aufmachen. Bitte was? Ah. Jetzt. Ah, die Finger bewegen sich noch, aber. Die Augen sind gerade ausgegangen. Ich traue den trotzdem nicht. Der könnte jederzeit nochmal aufstehen. Ja, unregistrierter Valiant Yutani-Synthet registriert. Samuels, ja, ist ja ein Android. So. Zack. Dump. Folgen Sie Samuels. Okay. Wenn ich wüsste, wo er ist. Ah, jetzt ist der Fahrstuhl hier offen. Und es bitzelt hier nicht mehr. Okay. Finden Sie den Weg in Sitchin Synthetis. Aha. Ne, nicht Weg, sondern Samuels. Androideneinweisung. Gibt es hier eine Ehrenanstalt für Androiden oder wie? Sag dir, hier fehlt einfach Fahrstuhlmusik. So, hier geht's durch. Oh, ach, das kennen wir ja schon. Störung. Super. Was sagen Sie? Nichts. Nur noch mehr Schrott auf dieser Station, der kaputt geht. Das Übliche. Ist das hier auch der 55. Stock oder wie sehe ich das? Ja. Also der Lift, der hier normalerweise rüberläuft, geht nicht. Der ist kaputt. Stromausfall. Also da müssen wir eben manuell hier rumklettern. Zack. Jetzt mal aufpassen, dass wir hier nicht geprüht werden. Ne, hier kann man nicht. Ja, jetzt seht ihr hier. Muss ich warten. Jetzt kann ich vorbei. Da wird einfach mal Dampf abgelassen hier. So, vorbei. Nee, ich kann hier gar nicht rüber. Okay, was ist jetzt hier? Ja, hier muss ich jetzt runterspringen. Okay. Uff. So, und hier hochklettern wieder. Jawohl. Ja, jetzt könnte man in die Richtung, aber das bringt uns gar nichts. Oder? Ich weiß es nicht, ich bin noch nie dahinter gegangen. Naja, da können wir auch nicht rüberlaufen. Okay, wir müssen schon hier lang. Hat man hier jetzt noch eine Düse? Jawohl. Eine Entlüftung. Gut, da müsste es ja in dem Raum sehr warm sein, wenn es hier laufend hier rauszischt. So, was ist das hier? Springen. Naja, also. Okay. Mach kein so ein Drama, meine Liebe. Ich hätte es jetzt ganz anders gemacht. Ich wäre hier hinten, wäre hier runtergesprungen, wäre da oben rübergelaufen. Und dann einfach mal die Leiter hochgeklettert.
Na, wäre doch viel einfacher gewesen. Aha, hier geht's. Stromausfall, okay. Aber wisst ihr was? Man hätte ja auch einfach mal hier unten den Hebel drücken können und dann den Schacht zumachen einfach. Aber nein. Das muss ja extra so sein. Hä? Oh, Flammenwerferbrennöl. Genial. Können wir immer brauchen. 914 Flammenwerferöl, das habe ich sehr gern. So. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Was haben wir hier Schönes? So. Okay, das sehen wir jetzt die ganze Bühne von oben. Lalalalalala, schön ist es hier. Ohne das Alien. So. Hier ist ein Speicherpünktchen. Vorher nochmal gucken, ja, was macht denn hier ein Organlager? Für Syntheten hoffentlich, oder? Subkutane Pistole. Das hört sich ja mal echt hier Organlager. So. Implantwort. Hebel benutzen. Wo muss ich denn lang? Ja, das wird schon richtig sein, aber wir gehen nicht hier lang. Wir speichern hier erstmal, was Gefahr ist nah. Wo ist hier bitte Gefahr, hä? Kann mir das mal einer verraten? Warte mal, was ist denn das hier noch? Ah. Ein Voice Recorder, dann hören wir uns vorher noch an. Hier, in der Androidenabfertigung. Wir haben ein Problem auf der Station. Weiß gegen Rotopfer. Gerade hat sich ein Android mit Schädeltrauma an APTC gemeldet. Er ist mit Blut vollgespritzt. Menschlichem Blut. Ich habe die Marshals informiert, meine Sekretärin in Sicherheit gebracht und mich auf den Weg zum Transit gemacht. Ich werde einen Hiwi-Android damit beauftragen, Apollos Rat einzuholen. Vielleicht weiß Apollo, wer zum Teufel hierfür verantwortlich ist. Ja, Apollo ist wahrscheinlich selber dafür verantwortlich, dass die Hiwis hier mit angreifen. Ja, gut, Leute. Wir haben ja jetzt gespeichert, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Legolas.